Ungarn verkündet derzeit aber auf einer Erfolgswelle. In der laufenden Saison sind die Grün-Weißen im eigenen Stadion umgeschlagen und vor den letzten 9 Spielen verloren die Grün-Weißen nur eines. Wir müssen selber was zu tun. Wir müssen als Mannschaft ganz vereint und kompakt auftreten. Und der Gegner muss dann stattlich spielen, dass da wenig zum Rollen gibt. Und für einen wird der Auftritt am Sonntag mit Sicherheit emotional. Salzburg-Stürmer Stefan Mayrhofer wurde bei Rapid groß und erzielte insgesamt 49 Tore für den Rekordmeister. Am Sonntag kehrt er erstmals als Gegner ins Hammarby-Stadion zurück. Eine lange Pause hat dafür jetzt das österreichische Fußballnationalteam. Das nächste Länderspiel gibt es erst am 29. Februar 2012. Im kommenden Jahr beginnt ja auch die Qualifikation für die nächste Fußball-WM. Den genauen Spielplan dafür gibt es seit heute. Die österreichische Fußballnationalmannschaft startet auf den Färöer-Inseln in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014. Das hat die Terminkonferenz heute in Frankfurt ergeben. Das Match gegen die Färöer findet am 6.